So, damit willkommen zurück hier auf der zweiten Map zwischen den Nip und Lemon Dogs im Tor Open Turnier. Hier live aus Stockholm. Natürlich nicht. Oh, die Spieler sitzen gerade in Stockholm auf irgendeiner Messe. Kann nur dann noch ein paar Interviews reinhauen, ein paar. So einen Rundgang, damit er einen kleinen Eindruck bekommt, wie es dort auf dem Turnier ausschaut. So, nächste Map ist also das 2 geneift wurde. Nip startet als TCT. Wir haben immer noch keine Flaggen. So, für alle, die sich fragen, wann das Finale ist, das ist nämlich auch schon um halb eins auf halb eins angesetzt. So ein ziemlich ziemlich ungewöhnliche Spielzeit für ein Finale, für Zocker mal, würde ich meinen. Aber gut. Mal schauen, wie Anexis gegen Curse dann noch aussieht. Aber erstmal die Map hier noch angucken. Lemon Dogs schon lang. Twist mit Flash. Berg noch mit Smoke. Mal schauen, was sie da vorhaben. Spitfire zieht sich jetzt Base zurück. Berg mit allen Smokes. Smoke die jetzt Mitte. Boah, ekelhaftes Timing. Aber wer kriegt nicht so viel Schaden, wie man vielleicht vermutet hätte. Lemmedox ist auf dem Spot. Schöner Exist. So, Bombe kann geplantet werden. Berg macht das super. Hat Langhecken dicht. Sieht gar nicht so übel aus für Lemmedox. Schönes Opening von Zype. Vierer Stein auch noch anges. Oh! Schön. Boah, nice. Geile Pistol von Lemon Dogs. Zypia mit drei Frags in der Runde. Zyp und Twist jeweils mit einem. Tja, da hat Nips Aufstellung überhaupt nicht funktioniert. Ich meine, sie wissen natürlich, dass sie lang offen lassen. Aber der Retake dann gar nicht geklappt. Wieder geht's gut los für Lemon Dogs. Vielleicht können sie ja diesmal irgendwie das ummünzen in einen hohen, in eine hohe Führung. So, ich werde übrigens mal ab und zu den Autodirector einschalten, so wie jetzt vielleicht. Da der zunehmend ja, gut wird, würde ich fast sagen. Ich habe gestern mal spaßeshalber, ich habe mir noch das Mausspiel auf dem GoTV angeschaut. Natürlich nur mit Autodirector. Ich habe natürlich auch nicht immer Bock rumzuswitchen. Und, ja, also der verpasst. Also, es gibt natürlich Vor- und Nachteile. Vorteil ist einerseits, er verpasst so gut wie keinen Frag. Das ist schon mal positiv, weil man hat sehr viel Action dabei in einer Runde. Jetzt muss man halt überlegen, ob die Nachteile überwiegen. Die wären für mich, wenn der Autodirektor auf einen drauf switcht, weiß man prinzipiell oft, dass er den Frag macht. Es ist nicht, glaube ich, es ist nicht immer so, aber es zeichnet sich auf jeden Fall schon ab. So, das andere ist, gut, jetzt zum Beispiel nicht, aber liegt doch daran, dass Forrester vor B ist. Man bekommt relativ wenig mit, wie vorher auf den Spot gemoved wurde oder wie ein CT das gehandelt hat. Also das Handling an sich, das was davor passiert ist, das geht doch schon ein bisschen verloren. Weiß also, ich werde es einfach mal testen, so ein Mix zu finden. So, jetzt zum Beispiel würde ich immer prinzipiell auf die AWP gehen.
mal gucken. Ich teste es mal ein bisschen. Kann natürlich auch mir während und nach dem Event dann Feedback geben. So, Laptop ist schon kurz eingenommen. So, jetzt zum Beispiel. Das hat der Director nicht gut funktioniert. Gut, zwar schon eingenommen, waren schon weit vorne, aber Verflan konnte den ersten Track ziehen. Kommunizieren sie aber gut. Verflan sagt da kein Go an. Jetzt geht's in Mitte raus, also wird ein B-Split. Sie konzeptet sich davor. Schöne Flash von Exist, wird direkt gerefragt. Oh, Berg auch. Auch wenn für meinen Geschmack unverdient, dass er so gebratzt hat. Oh, ein Faros gewinnt das wichtige Duell am Cutters Ausgang. Wenn er das verloren hätte, wäre B offen. Boah, ein S gab Noobback und wird rechnen, mit dem rechnen sie nicht. Ach, krass, Runde von Forest. Also gegen Ende hin ist es natürlich auch zunehmend einfacher für mich, da irgendwo drauf zu sein. Ist klar. Am Anfang ist es dann schon schwieriger, weil es einfach nicht immer so klar ist, wo jetzt ein First Track passiert oder sowas. Naja, mal gucken. Das wird sich, denke ich mal, über die Zeit so ergeben. Vielleicht, also der Autodirector hat jetzt auch ein Update erfahren. Vorher war er relativ unbrauchbar. Jetzt auf jeden Fall eine Überlegung wert für mich. Ich denke, das liegt dann eher an mir, wie ich das einsetze. Ich hoffe, ich bekomme das einigermaßen gut hin. Berg hier mit Skateboard. Kann auch den ersten machen. Die wussten anscheinend schon Bescheid, dass da was Cutters ist. Oh, Freeback gewinnt das Duell gegen Spitfire. Getrad noch kurz offensiv. Sollten ihn da vielleicht wegsprengen. Schöner Frag. Boah, nice. So, zwei. Ah, Fiflan hat er schon. Oh, der hat den Frag gemacht. Dann kurz. So, Berg und Zypel gegen zwei. Boah, ist das ekelhaft. Dieses Rumgelegge. Oh, Exist übernimmt auch die Mitte. Freeberg hat auch B-Safe. Oh, da wird nichts mehr anbrennen. Es wäre super schnell zur Stelle. Nip hat auch alle mit 100 HP. Ach, keine Chance. Zypia auch noch mit 11. Weiß natürlich auch selbst und versucht hier noch so viel wie möglich Schaden zu machen. Ah, keine Chance. Da kann wirklich niemand was eigentlich machen. So einer Situation, wenn es die CTs nicht komplett blöd spielen. Lemdogs in der Eco, Gadget hört die Steps schon unten. Boah, er schießt nicht auf den ersten. So, macht die Bombe down. Oh. Juckt das gar nicht, dass da auf der Kiste was ist. Ah, da war vielleicht nichts allerbeste rausgeholt von Getrid. Schönes Pre-Aim von Freeberg, muss man sagen. Da ist schon so vorgeaimt, wenn der T durchläuft. Oh, wieder die starken Pistols, die hier zum Vorschein kommen. Plan aber schon lange rausgepusht. Oh Gott. Macht ihn aber trotzdem. Nip schon wieder mal mit dem Ausgleich. 3-3. Ah, sie könnten auf jeden Fall auch nächste Runde nochmal kaufen. Sollten sie die Runde verlieren. Also Nip meine ich jetzt. Lemdogs scheint keine ABP zu haben. Zeit kann auf jeden Fall schon mal was lang ansagen. Pff. Alter. Wie sehr wir lang überfahren werden. Getrad halt einfach so krass stark. Das Pre-Aim hat nicht ganz gestimmt da von dem Spieler, der da drin war. So schnell kann es gehen, dass mir hier in der Unterzahl ist.
noch nicht mal 30 Sekunden oder 45 Sekunden abgelaufen und du spielst schon 3 gegen 5. So, einzige Weg jetzt hier über kurz. Man nimmt vielleicht auch schon gegen. Ja, kriegen Flan sogar blind. Er sieht jetzt wieder was schön vorgeaimt. Ah, die Ace ist nicht. Könnten sogar zum Legen kommen. Also gar nicht mal so eine schlechte Ausgangssituation. Zumal Getrite auch low ist. Also die machen schon viel Schaden. Keiner kommt über lang. Spitfire mit. Oh. Er hat aber noch genügend HP, stirbt jetzt. Oh, was macht Spitfire da, wenn sie da einfach zu zweit an der Schräge sind und immer einer links rum, einer rechts rum, also so abwechselnd oder halt gleichzeitig. Aber gleichzeitig nicht so. Vielleicht eher abwechselnd. Wenn der CT dann hier runterzieht, dann kommt der T rum und gibt ihm. Zum Beispiel. Tja, schade drum. Lemondox muss in die Eco. Fällt aber auf, drei Mann mit Smoke, vier Mann waren es sogar. Oder das war, nee, scheint ein Bug gewesen. Ne, war kein Bug, sie haben einfach direkt Mitte gesmoked von Base. So, wollen B, aber das klappt gerade absolut nicht. Schön Headshot von Berg, Spitfire. Auch noch einen mit. Ist, hat er aber schon gegengeflecht. Spitfire. Weißt du mit. Ist da immer noch blind. Hat Xist auf jeden Fall gut gemacht, ihn da wegzuflechen, um Zeit einfach rauszuholen für seine Mates. Auf jeden Fall richtig gespielt. Nip 5 zu 3. Für Flan noch mit AWP. Und auch Zypern wieder mit AWP. Baut er auch um. Oh, netter Arbetor. Achso, direkt kurz eingenommen. Schöner AE schon von Plan. Xist mit dem ersten. Oh, Xist ist auch nochmal in Getrade lang gestorben. War schon direkt CTB ist einer da. Müssen auf Spot aufpassen, da haben sie nicht aufgepasst. Schöner Frequenz-Type. Noch einer auf Spot. Sollten sich da vielleicht wirklich nochmal zurückziehen. Hast eine Minute gespielt, noch nicht mal eine Minute gespielt. Also fast die Runde wieder gelaufen. 2 gegen 2, Vorteil würde ich noch oft sagen bei Nip. Warte mal. Forest macht das richtig gut. Aber jetzt aber vielleicht. Wo steht er? Ach, rechts am Tor. Schön, Zypel spielt es 1 gegen 1 raus, hat sogar den. Ne, hat sogar HP-Nachteil. Jetzt den Vorteil. Macht weiterhin Schaden. Xist hat schon 2 die Runde gemacht. Xist hat auf jeden Fall Kit. Zypel macht das gut. Macht das richtig gut. Schleicht nachher. Xist vermutet ihn da zum B. Jetzt wird er die Steps. Oh, das war. Spielt natürlich Xist in die Karten, dass hier nur noch so wenig Zeit auf der Uhr ist. Oh, aber Zype zieht direkt an. Krass. Schöne Runde von Zype, von Lemondox allgemein. Schön, dass er ausgespielt. Wird ja auch mal Zeit, dass sie wieder eine Runde holen. Nachdem sie hier 5 in Folge abgegeben haben. Get right mit oben. Oh, ich war gerade nicht drauf. Wollte gerade auf ihn wechseln. Aber Berg einfach so stark, der 16-jährige Schwede. So, was macht man draus? Flan legt lang an. Natürlich sehr riskant, wenn da eine Flash drüber kommt. So, jetzt einen reingespringen. Da hat er gesehen. Kann ihn machen. Gegen Flash. Wo ist der Refrag? Oh, jetzt erst die Flash. Wie Flanken kann der jetzt fast nochmal rumziehen?
sollten da lang vielleicht weggehen, was sie auch tun. Gute Entscheidung. So, sehr schön. Auch nochmal Cutters gedeckt. Oh, krasse Banks von Forest, glaube ich. So, nächstes steht ab kurz. Wir machen einen richtig guten Job mit Arme. Ist auf jeden Fall solide am Refrax machen. Das ist ja enorm wichtig. Solange die Refrax kommen, ist alles gut. Wer steht da an lang am Makelhof oder so? Twist auf die Mitte gemacht. Ah, warum fährt er da raus? Lang hinten ist noch einer. Einen hat er gesucht und er hat ihn nicht gefunden. Und Fiflan spielt heute eine super AWP. Sichert hier die sechste Runde für sein Team. Könnten fast sogar Doppel-AWP spielen, aber ich glaube es nicht, dass sie es tun werden. Sieht auch nicht so aus. Forrest da noch ein bisschen am Rumhüpfen. So wie man ihn kennt. Immer gut gelaunt, der Wald. Ja, Bombe zwar gelegt, Lemmedogs müssen hier trotzdem Eco einlegen. Smoken da wieder direkt in die Mitte. Vielleicht von Berg für lang. Get right if exist. Träumen da kurz auf. Keine Chance für Lemmedogs. 7-4. Das als CT ist schon mal eine Ansage. Hinzu kommt dann noch, dass sie die Pistol wieder verloren haben. Aber es ist noch nichts gelaufen. Oh, schade, Mann. Sie bekriegt da den Fußhit oder Armhit oder was weiß ich. Bitter. Vielleicht sollten sie mal was zukünftig gegen B an B versuchen. Haben sie ja bisher sträflich vernachlässigt, würde ich was sagen. Die Smoke, wo fliegt die hin? Lang. Oh, die gar nicht so schlecht. So, wieder kurz eingenommen. So, kommen da gut durch, haben sich gut gesmoked, einer Base gedroppt. Oh, oh, Spitfire. Nein, der kriegt keinen Frag. Nur Zeit würde jetzt lang, müsste jetzt mal lang Gas geben. Da ist nämlich keiner mehr. So, haben sie gerade zu lang gelegt. So, die Runde sieht ganz gut aus. Zeit hat er die Schräge. Spielen das relativ gut. Stehen sogar sehr gut, finde ich. Nein, warum duckt er sich? Ich glaube, er war noch ein bisschen blind. So, Berg darf da nicht Schräge, beziehungsweise Zeit muss das Duell gewinnen. Debatte da so gut lang. Oh. LOL! Töt ihn! Nein! Da wurde schon defused. Oh nein, am Ende macht ihn noch. Wie bitter, wie bitter. Oh, wenn Berg dann noch eine macht, dann hat Zeit relativ leichtes Spiel, dort die Runde zu gewinnen für Lemmedogs. Ach, schade. Haben wir auch ein bisschen Pech jetzt. Das, was Nip natürlich so gut wie nie hat, scheinbar. Flan trifft das echt ziemlich gut, muss man sagen. Nicht übel, der Junge. Zeit auch mit der K hat er da wahrscheinlich am meisten Geld von allen. Wow. Danke an die Info, eine arme Geil. Kürze die erste Map gewonnen. 16-5-D2, krass. Das hätte ich nicht erwartet, dass es so eindeutig wird. Ja, da
Setname haue ich dann gleich raus. Es geht schon wieder schlecht los mit dem Docks. Kassieren wieder First Strike. Nee, ist noch in der Mitte. Diesmal haben sie auch keine Smoke. Verstehe ich nicht. Sonst smoken sie immer in der E-Code fallen. Und jetzt kommt keine. Fliegt viel zu spät. Oh, Spitfire kriegt zwar ein, aber verliert so viel AP, dass der Fiflan leichtes Spiel hat, mit der P2000 nachzusetzen. So, wenn sie einer richten muss, dann Zeib. Einfach sehr gutes Pre-Aim. Und holt sich vielleicht auch noch sogar den letzten. Ne, verschießt da. Friedberg macht ihn. 10-4, ey. Mann, 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 Mann. Also wieder ähnlicher Spielverlauf eigentlich wie auf Nuke. Lemdogs gewinnt die Pistol. Gut, vorhin haben sie natürlich auch nicht die erste Equip gewonnen. Das war nochmal ein bisschen anders. Was sie hier nicht getan haben. Trotzdem Pistol als T und danach dann trotzdem so wenig Runden, ist schon bitter. Und jetzt sieht's auch so aus, als ob sie alle hier ein bisschen einzeln daddeln. Twister allein lang vorgegangen, kriegt die Hits. Es geht wieder über kurz. Also Lemmedogs kennt aber auch nur einen Weg und das ist kurz. HE geht halt zur Stelle. Ah, immerhin sind sie auf Spot. Ach, aber Twist. LOL! Oh, wie bitter. Twist ist der Base gedroppt mit der Bombe. Ganz typische Ghost-Situation, würde ich fast meinen. Captain halt, man holt da sogar noch beide von hinten. Typische Ghost-Situation. Man rafft es nicht, dass jemand die Bombe auf dem Rücken hat. 11-4, somit der Halbzeitstand. Tja, wenn Nip die Pistole gewinnt, dann ist hier eh alles vorbei. Ich meine, Lemmedogs spielt gute AWPs. So ist es ja nicht. Wenn sie das Geld bekommen, können sie vielleicht auch nochmal mit zwei AWPs gegenhalten. Sehr unorthodoxe Pistol. Die stehen hier quasi wie eine Equipped Round. Einfach einer B, einer Mitte, 3 am A. Berg hier der einzige mit Kit und zwei Flashes. Zype mit P250. Zeit glaube ich auch. Gerade nicht so unterscheiden, aber Nip ist schon B drauf. Er war da noch Mitte, Twist, oben, auf der Kiste, auf der Kiste! Oh, da guckt er nicht hin. Die ist so ekelhaft, aber auch die Kiste, muss man sagen. Ah, eine enttäuschende Pistol bisher von Lemmedogs. So, jetzt kommt das Equipment zum Einsatz. Keiner Noobag, schon Edge von Zeib. Boah, Plateau stimmt auch. Zeib im 1 gegen 2. Headshot. Oh. Und wo ist das Kit von Berg? Es ist ganz weit weg. Zeib hat es nicht und Getred macht's. Keine Chance für Zeib. Trotzdem nochmal ein schöner Retake am Ende. Hätte aber nicht sollen sein. Na, wenn der B-Spieler da einen mehr mitnimmt, oder überhaupt einen, glaube ich. Packen sie den Retake vielleicht. Schade. Somit wird das Spiel wahrscheinlich gleich vorbei sein, aber es läuft ja noch das andere Halbfinale. Und wenn Curse da schon so krass hoch die erste Map gewonnen hat, dann hoffen wir mal, dass er Nexus auf der zweiten gegenhalten kann.
auf, sind doch gerade alle einzeln rein. Ah, trotzdem wieder eine souveräne Eco von Nip. Aber auch Lemondox wieder zwei Waffen geholt, zwei Low, also. Tja, die Ecos laufen auf jeden Fall. Wenn sie sich weiter in Zukunft verbessern in der Crypt Drones, weiter an sich arbeiten, taktisch gesehen auch. Dann haben wir mit Lemon Teams, Lemon Dogs auch ein weiteres Top-Team. Weil sie ja jetzt schon ziemlich gut mithalten, muss man sagen. Jetzt Nip mal ausgenommen. Schöner Tower. Wird allerdings niemand kommen. Nip komplett Katas. So, auf geht's. Jetzt bin ich wirklich gespannt, ob man hier mit Doppel-AWP spielt. Jo. Finde ich ganz gut, eigentlich. Ich meine, wenn man die Runde abgibt, ist sowieso alles verloren. Aber wenn man jetzt hier ins Spiel kommt und nach die First Picks immer bekommt, warum sollte... Boah, schön. Warum sollte man den nicht auch noch ein Comeback starten? Je nachdem halt, wie lange Nip Probleme hat, gegen die AWPs am Anfang zu agieren. Bombe ist cut aus und sie fahren raus. Spitfire mit einer schönen Gegenflash. Oh, sehr schön. Faust war da richtig blind. Die Bombe nach Katas. Das zieht sich richtigerweise weg. Die Runde kann Lemondox sogar machen, ohne hier einen Mann zu verlieren. Wobei, so viel Equipment haben sie nicht. Die Mitte, B ist auch safe. Einzige Schwachstelle jetzt natürlich kurz. Berg muss da eher City Base. Zum Glück trifft Zype. Oh, schön von Zype. Einfach wegbleiben. Ach, schade. Aber kriegt schon die Hits von Base, von Berg. Schöne Runde von Lemondox. Twist hätte da fast gar nicht mehr sterben dürfen, aber schöne Shots von Zype auf jeden Fall. Nip muss sie tief in die Tasche greifen. Keine Gegen-AWP, oder? Ne, keine Gegen-AWP. Aber direkt der Weg Richtung B. Spitfire und Wists. Hey, warum cut das auf? Aber vielleicht ein B-Split. Wer war. Ja, doch, das sieht schon. Schieß. Weiß nicht, doch, sieht schon sehr nach B-Split aus. Pfiffland doch eine Arbe. Gar nicht erkannt. So, jetzt die Flechmitte, Freeberg mit dem Opening. So, was kann Spitfire da machen? Ist da blind? Richtig blind. Bekommt jetzt auch Besuch am Loch. Schöner Osten. Oh, schöner Headshot nochmal, aber das bringt halt alles nichts. Aber Nip wieder mal so überragend mit der Entscheidung, mit dem den B-Split durchzuziehen gegen zwei AWPs. Einfach perfekt. So, gehen sie safen? Ja. Gehen tatsächlich safen. Man ist aber schon gut am Handen. So, Arbe sollten vielleicht gepickt werden. Die fliegt dann immer durch die Kante da. Auf der Kante. Sehr schön. Berg hat aufgepasst. Trotzdem Draw für Nip.
dass man jetzt hier ein bisschen variiert, die aber first wegschickt. Oh, ne, fährt aber kurz. Er hockt da unter ihm, Zeit. Zyp verschossen, Zyp stirbt auch. Das sieht leider, leider, leider nach der letzten Runde aus. Wobei, Berg, glaube ich, ungesehen. Ach, schade. Ach, und Spitfire schießt auch in der Mitte. Ach, Mann. Trotzdem muss man festhalten, Lemon Dogs schon nicht schlecht teilweise. Haben gute Runden gespielt, vor allen Dingen auf Nuke. Jetzt auch hier die erste CT-Equip. Einfach sehr stark. Schade, dass Nip einfach ein ja, 2-3 Level über allen anderen Teams gerade steht. Auch allein die Entscheidung, da den B-Split direkt zu spielen gegen zwei RWPs. Ja, da fehlt Lemon Dogs vielleicht auch einfach die Erfahrung. Und ja, um dagegen wirklich effektiv gegenhalten zu können.